Ja, bevor wir uns den Scientists for Future widmen, wieder ein paar Kurzmeldungen zu Corona. Ja, aus Schweden werden Bilder gezeigt eines völlig munteren Treibens. Ja, dann wird immer wieder von der Regierung zugegeben, dass man in den alten Pflegeheimen riesige Probleme hatte und die ändern sollte, und zwar auch riesige hygienische Mängel und so weiter. Und deswegen, wahrscheinlich hat es nur deswegen etwas mehr Tote als bei einem kräftigen Grippewinter gegeben. Schweden steht wirtschaftlich auch deutlich besser da. Natürlich überall dort, wo die Außenwelt in Schweden eine Rolle spielt, ist natürlich auch die schwedische Wirtschaft geschädigt und gefährdet, ne? Und wieder bei allen Berichten keine Zeugen, keine Zeugen, ja? Also wieder keine Zeugen, die sagen, obwohl doch der Wille bei den Berichterstattungen ist, der unbedingte Wille zu merken, die Schweden schlecht machen zu wollen, die Weißrussen schlecht machen zu wollen, Tansania schlecht machen zu wollen, Brasilien mit Bolsonaro, also all die Corona-Verweigerer sozusagen schlecht machen zu wollen. Und trotzdem gelingt es nicht, mal einfach mal 100 Zeugen zu bringen, die sagen, ja, in meinem Bekanntenkreis sterben, sind dieses Jahr viel, viel mehr Menschen gestorben als in den letzten Jahren, ja. Also in Tansania gehen die Leute in Discos, also da ist doch sozusagen maximale Ausbreitungsmöglichkeit für Corona sozusagen, ja. Und ja, und wenn es ein Killer-Virus wäre, dann müssten dort die Leute wie die Fliegen sterben und es müsste ganz leicht sein, Zeugen beizubringen, die sagen, ja, in meinem Bekanntenkreis sterben gerade die Menschen wie die Fliegen, ganz anders als in den letzten Jahren oder im Jahre 2018, wo wir ja wohl einen relativ kräftigen Grippe-Virus hatten, ja? Nichts davon. Das heißt also, entscheidend ist, trotz des Willens, also trotz des unbedingten Willens, sozusagen die Corona-Verweigerer so schlecht wie möglich zu machen, ja, trotz dieses unbedingten Willens gelingt es offensichtlich nicht, Zeugen herbeizuführen, ja, und das wäre ja jetzt entscheidend, denn nachdem ein derartiges Zahlen- und Statistikchaos in Deutschland angerichtet wurde, kann also sozusagen, könnte das ein entscheidender Hinweis sein, dass vielleicht an der Hypothese eines Killer-Virus vielleicht auch nur irgendetwas dran sein könnte. Ja, und jetzt widmen wir uns Scientists for Future, also erstmal vorab. Also Scientists for Future meinen es, wie die alle anderen Menschen auch, meinen es gut. Die meinen es auch gut mit Fridays for Future und so weiter. Aber das Dilemma ist halt, dass sozusagen Menschen auch in der Wissenschaft, dass wir auch in der Wissenschaft eben Menschen haben hier, die ganze Palette haben. Wir haben auch in der Wissenschaft sehr dumme Wissenschaftler, mittelkluge Wissenschaftler und hochintelligente Wissenschaftler, weil eben, was die Wissenschaft ja bewiesen hat, die Evolution der Ungleichheitsgenerator schlechthin ist und immer zu jeder Zeit, leider bedauerlicherweise, immer unterschiedliche Menschen produziert werden und deswegen gibt es eben immer diese Unterschiede, die sich so im Durchschnitt immer so ungefähr normal verteilen, im Sinne der gaußschen Normalverteilung. Schluck Wasser.
Und dann gibt es eben auch so, eben, es gibt eben auch so Durchschnittswissenschaftler, die es nicht böse meinen, aber so zum Beispiel wie Gregor Hagedorn, der dann die Dreistigkeit besaß, den Weltrat der Weisen und die Next Scientist for Future zu beleidigen, ja, weil er sich selbst anmaßte, er sei der Alleinbesitzer des Wortzusatzes for Future, ja, wo sich, es haben sich auf der Welt tausende Gruppen gebildet und niemand hat was gesagt, tausende for Futures Gruppen, wahrscheinlich tausende von Parents for Futures Gruppierungen. Es gibt ja auch ganz viele Scientists for Future, Scientists for Future München, Scientists for Future Österreich, Schweiz. Also lauter Scientists for Future Gruppen haben ge sich gebildet, aber die Scientists for Future 2 Initiative Weltrat, also die namentlich, also ganz, die hießen sogar, dass der Name, der alte Name, jetzt ist er ja Next Scientists for Future. .de hieß damals 2. Scientists for Future, römisch 2-Initiative Weltrat. Eine eindeutigere Unterscheidung von Scientists for Future geht gar nicht, ja. Und trotzdem maßte sich dieser Gregor Hagedorn aus seiner Durchschnittlichkeit heraus sozusagen an die Next Scientist for Future zu beleidigen, mit beleidigenden Äußerungen und falschen Äußerungen und so weiter. Einfach weil er in dem Wahn lebte, sozusagen, ja, wir sind die einzigen Wissenschaftler der Erde und wir verwalten den Begriff Scientist for Future, obwohl es Tausende von Gruppierungen von For Future gibt und alleine die Fridays for Future das Recht haben zu entscheiden, mit welchen von den vielen For Futures Gruppierungen, Artists for Future, Vegans for Future und For Future, es gibt fast nichts, Psychologists for Future und was auch immer es da alles gibt, mit welchen sie enger zusammenarbeiten wollen und mit welchen sie nicht enger zusammenarbeiten wollen. Ja, und anstatt dass er sich darüber freut, dass seine aus meiner Sicht durchschnittlichen Wissenschaftler sozusagen durchaus von den Fridays for Future für eine Zusammenarbeit herangezogen wurden, bringt er es fertig und beleidigt den Weltrat der Weisen und die Next Scientist for Future, die eben aus dem Hochkompetenzbereich kommen. Ja? Und das ist eben so diese Unverschämtheit, ja. Und leider, und wie gesagt, aber die meinen es nicht böse. Das ist eben wenn die Intelligenz fehlt, ja, dann kommt es eben zu solchen Beleidigungen, Diffamierungen, Verleumdungsversuchen, Rufschädigungsversuchen überall und so weiter. Das ist ganz normal. Wenig durchschnittlich intelligente Menschen, also Menschen, die nicht außergewöhnlich intelligent sind, neigen zu solchen Tendenzen, ja. Und natürlich dementsprechend auch Gregor Hagedorn. Ja, denn das ist halt so, das ist wie überall, ja, also sozusagen diese ganzen Wissenschaftler, die sich in diesem Bereich befinden, ja, die wissen halt leider gar nicht, denen fehlt natürlich die Selbsterkenntnis, dass sie eigentlich nur Durchschnittswissenschaftler sind, bedeutungslos für das große Ganze der Wissenschaft und eher so Pseudowissenschaftler sind und so weiter. Und die machen sich ihre eigene Religion, was Wissenschaft sei. Die setzen auf die Studien, die von den Konzernen bei ihnen gekauft werden und so weiter und kapieren gar nicht, dass Studien das fehleranfälligste sind, was es gibt und so weiter und erkennen gar nicht, dass die Genies der Wissenschaft eigentlich ganz anders gearbeitet haben. Die Genies der Wissenschaft haben sozusagen
wie Charles Darwin oder sozusagen oder Galilei oder Kopernikus, Kepler und so weiter. Da ist immer erst einmal die große Denkfähigkeit, die überlegene Intelligenz ist es. Und die eigentlich nicht die Intelligenz ist das falsche Wort, die überlegene Klugheit ist es, die zu neuen Überlegungen führt, die neue Türen aufmacht. Und dann natürlich hat dann so jemand wie Galilei mit dem Fernrohr versucht, seine genialen Überlegungen zu bestätigen. Oder ein Charles Darwin hat dann natürlich danach noch irgendwelche Experimente gemacht, um die ganzen Erbsenzähler zu befriedigen sozusagen. Aber eigentlich ist geniale Idee aus der sorgfältigen Naturbetrachtung entstanden. Ja, Alfred Russel Wallace war ja auch kein Erbsenzähler, sondern der hat in der Natur, der hat halt irgendwelche Tiere gefangen, ja, für irgendwelche Zwecke oder so, und hat halt an der Betrachtung der Natur ist er zu der Erkenntnis gekommen, wie Leben funktioniert, wie die Evolution funktioniert, wie sich Leben entwickelt, wie Arten entstehen und so weiter. Und das ist eben eine Sache der überlegenen Klugheit, ja. Und natürlich versuchen sich gegen diese Erkenntnis versuchen sie sich die ganzen mittelmäßigen und unterdurchschnittlichen Wissenschaftler zu wehren, indem sie sagen, hier unsere Erbsenzählerei, nein, das ist das einzige Wahre und so weiter und so weiter, weil sie eben nicht die Klugheit haben, solche bahnbrechend neuen Ideen zu entwickeln. Ja? Also echte Wissenschaft geht immer so, dass man einfach die Hinweise aus der bisherigen Wissenschaft zur Kenntnis nimmt, diese Hinweise sichtet und zu einem völlig neuen Gebilde zusammenfügt sozusagen. Und das erfordert überlegene Klugheit. Es erfordert einmal die Sorgfalt, die Augen in der Wissenschaft so gut offen zu halten, dass man eben wirklich aus allen verschiedenen Richtungen Hinweise kriegt und dann eben sozusagen daraus mit überlegener Klugheit sehr kluge Schlüsse zieht und dadurch zu völlig neuen Wendungen und neuen Erkenntnissen in der Wissenschaft kommt. Ja, und der Rest, dieses ganze Geräusch, ja, da mag bei dem ganzen Geräusch, dem ganzen pseudowissenschaftlichen Geräusch unserer Universitäten, da ist immer mal wieder eine kleine Sache dabei, die interessant ist, aber der größte Teil ist einfach Müll, Forschungsmüll, wie ja auch viele Wissenschaftler selber bestätigen, ja? Schluck Wasser. Und von daher ist es eben auch so, dass diese ganzen Pseudowissenschaftler ja auch gar nicht merken, dass die Sache, dass die Wissenschaft so zersplittert ist, ja, wahrscheinlich letztendlich aus finanziellen Gründen, dass mittlerweile sozusagen viele Wissenschaftsdisziplinen daraus bestehen, dass man ganz viel weiß von fast nichts, ja? Also ganz viel Wissen über fast nichts und damit den Blick für das große Ganze verliert. Und genauso sind jetzt eben die Wissenschaftler von Scientists for Future, die haben bestimmt ein ganz großes Wissen über technische Details und so weiter und haben aber überhaupt keinen Blick für das große Ganze, für das volkswirtschaftliche große Ganze und müssen demnach natürlich Fridays for Future in die Irre führen. Überall wurde in Sendungen scheinbar vorgerechnet, dass es doch möglich sei, jetzt mit erneuerbaren Energien richtig Geld zu verdienen und dass das doch alles irgendwie alles problemlos möglich sei, ja, aber das ist einfach ein Irrtum, da fehlt die volkswirtschaftliche Klugheit und so weiter. Denn es gibt ja eine ganz einfache Überlegung, ja, es gibt doch eine ganz einfache Überlegung. Wenn tatsächlich mit den erneuerbaren Energien mehr Geld zu verdienen wäre, als mit der bisherigen Kohle-, Öl- und Gastechnologie,
dann würde es doch die Wirtschaft schon längst machen. Nein, die Umstellung von dem einen auf den anderen kostet die Energiewirtschaft viel Geld, würde sie viel Geld kosten und das würde volkswirtschaftlich bedeuten. Also die Wissenschaftler von Scientists for Future haben auch gar keine Ahnung davon, dass jeder Staat, auch wenn es, ich weiß gar nicht, ob es solch eine Rangliste gibt, aber egal, ob es die Rangliste gibt, faktisch könnte man jeden Staat der Erde in einer Rangliste der Staaten der Erde in der, im Sinne der Erfolgsfähigkeit oder der Leistungsfähigkeit des Staates auflisten, ja? Und da wäre sicherlich USA ziemlich weit oben, China ziemlich weit oben, Europa relativ weit oben und so weiter. Und ja, und noch relativ weit oben. Und der Punkt ist einfach der, dass es volkswirtschaftliches Faktum ist, dass jeder Staat, der sich ohne eine neue Geldquelle aufzutun, ja, also jeder Staat, der jetzt den Vorreiter beim Klimaschutz macht und bei der CO2-Neutralität macht, also viel Geld ausgibt für den Wandel hin zu den erneuerbaren Energien, ohne gleichzeitig eine neue Geldquelle aufzutun, dass der in der Rangliste der leistungsfähigsten Staaten der Erde absteigen wird, zwangsläufig. Und deswegen macht es eben auch kein Staat, sondern macht gegenüber Fridays for Future dann eben nur Lippenbekenntnisse und den Lippenbekenntnissen folgen dann fast keine Taten. Das ist auch logisch. Anders darf es auch nicht sein. Schluck Wasser. Also fordern eigentlich Fridays for Future sozusagen fordern von ihren Staaten den Abstieg in der Leistungsrangliste, der Weltrangliste der Staaten sozusagen. Und das machen sie sicherlich auch nicht böswillig, sondern sie haben nur einfach keine Ahnung, ne, von nichts, ne? Und deswegen sind sie sich gar nicht klar, dass was sie fordern bedeuten würde, dass Staaten der dritten Welt in der Weltrangliste aufsteigen würden und Staaten der ersten Welt aus der ersten Welt absteigen würden in der Weltrangliste und selber zur dritten Welt werden würden, wenn sie das alles befolgen würden, was Fridays for Future fordern. Das sind sie sich gar nicht bewusst, ja? Sozusagen. Dabei bräuchten sie nur ein Experiment zu machen. Sie bräuchten eigentlich nur mal alles Geld, was sie irgendwie kriegen können, vielleicht in Ferienjobs erarbeiten können, einfach mal nach Afrika schicken und dann würden sie merken, dass sie selber bettelarm werden, sich gar nichts mehr leisten können und überhaupt nichts mehr und so weiter und keinerlei Spielraum mehr haben und wie stark ihr Leben eingeschränkt wäre aufgrund ihrer Mildtätigkeit. Aber genau das fordern sie von den Gesamtstaaten, in denen sie leben. Und das sollten sie einfach mal alles ausprobieren. Smartphone verkaufen, Computer verkaufen, Fernseher verkaufen, alles andere verkaufen, zu Geld machen und nach Afrika schicken. Und dann werden sie merken, dass sie es da auch mit einem Fass ohne Boden zu tun haben, weil in dem Moment, wo sie da 10 Euro hinschicken, werden wieder durch die 10 Euro werden 5 Kinder geboren und die brauchen dann wieder weitere 100 Euro und die haben sie dann nicht mehr und so weiter. Ja, also das ist ein Fass ohne Boden, weil wir ohne Lösung des Überbevölkerungsproblems, das wir zugegebenermaßen selber verursacht haben, weil wir die natürliche Geburtenkontrolle zerstört haben durch unsere Ideologien sozusagen, die wir nach Afrika geliefert haben. Ja, aber wie gesagt, trotzdem ist es jetzt ein Fass ohne Boden geworden. Ja? Und das heißt aber schlicht gesagt, ohne eine zusätzliche Geldquelle darf sich ein Staat
den Klimaschutz nicht leisten, sondern wenn, dann muss es einen weltweiten, zumindest einen Club der Willigen, wie Professor Hans-Werner Sinn richtig sagt, muss es mindestens einen Club der Willigen geben, der groß ist und der einen ganz teuren Preis, wenn dann sollten wir es gleich richtig machen, also einen Emissionshandel mit ganz teuren Preisen für alles andere außer dem Ausatmen von Menschen geben, also alle Giftstoffe, alle Tierausatmungen, alle Methangase von Rindern und so weiter. Alles muss dann ganz teuer bezahlt werden und das sollten wir am besten gleich auch fürs Wasser tun, damit wir endlich saubere Flüsse und saubere Meere bekommen sozusagen. Und dann sollte man die Meere natürlich auch noch auf alle Staaten der Erde fair aufteilen, damit die auch dann über die Sauberkeit ihres Meeresteiles achten sozusagen und wachen. Ne? Schluck Wasser. Ja, und das ist eben der Punkt und diese zusätzliche Geldquelle, also diese neue Quelle von Geldern, die können eben nur die Next Scientists for Future liefern und die sind deswegen eigentlich der einzige vernünftige Kooperationspartner, aber ich habe ja mittlerweile so Zweifel, also mittlerweile sage ich für mich, meine Formel lautet eigentlich, wenn eine Organisation sagt, sie wolle die Natur schützen, dann wird sie faktisch alles tun, um Naturschutz zu verhindern, denn das ist ihre Existenzgrundlage und ihre Einnahmequelle. Ich kann nur dann Spenden kriegen, solange die Umwelt, die Natur noch zerstört ist. Also sage ich, ich sei für Naturschutz, lebe aber davon als Geschäftsführer, dass der Naturschutz nie erreicht wird. Ja? Genauso funktioniert ja auch unser Gesundheitssystem. Man redet davon, dass man Gesundheit will, aber die darf man niemals fördern, die Gesundheit, sondern sonst kann man ja nicht genügend Operationen, Chemotherapien, Impfungen und Bestrahlungen verkaufen. Genauso will ich, was weiß ich, das Klima schützen, sage ich, ich will das Klima schützen, aber Spendengelder kassieren kann ich nur, solange das Klima nicht repariert ist. Ne? Also ist mittlerweile meine Formel, alle diese NGOs, alle diese Organisationen sagen, sie wollten zum Beispiel was Gutes für die Umwelt und verhindern dann mit aller Energie und Kraft, wie ich es gerade bei Extinction Rebellion so mitverfolge, wie die mit aller Energie verhindern, so nach dem Motto, über allem steht der unbedingte Wille. Es darf auf keinen Fall zu echten Klimaschutzlösungen kommen, weil sonst die Existenz von Extinction Rebellion und die Spendeneinnahmen in Frage gestellt sind. Ja? Und diese unbewussten Dynamiken, da steckt keine böse Absicht dahinter. Das ist einfach nur so, dass die unbewusste Dynamiken sind, die in der Marktwirtschaft einfach im Kapitalismus einfach ganz normal sind. All diese Organisationen sind kapitalistische Spendensammelorganisationen, die sich alle bereichern auf Kosten der Gesellschaft, die sagen, wir kämpfen zum Beispiel für Tierschutz, für das Überleben der Eisbären, aber es darf niemals etwas geschehen, was die Eisbären wirklich rettet, weil dann ist ja ihre Existenzgrundlage weg. Ja? Und von daher weiß ich überhaupt nicht, ob Fridays for Future nicht auch in diese selbe Kategorie gehört. Wir hatten am Anfang ja die Hoffnung, Fridays for Future wäre anders, aber es scheint so zu sein, dass es nur eine von diesen Millionen unseriösen NGOs ist, ne? die einfach zwar behaupten, sie wollten etwas, aber dann mit aller Kraft dagegen kämpfen und aller Energie dagegen kämpfen. Ja, wie gesagt, lass mich gerne von Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Rebensmar und so weiter vom Gegenteil überzeugen, aber wie gesagt, bisher
Bisher, also bei Extinction Rebellion ist das ganz eindeutig. Da ist so ein richtiger Kampf, ein Abwehrkampf gegen jedes Argument, was zielführend zu einer Lösung beim Klimaschutz führen würde. Das würde ich systemerhaltende und organisationserhaltende Tendenzen bezeichnen, die sicherlich nicht bewusst sind, denn bewusst würden die Personen ganz sicherlich denken und sagen, ja, ich will ja unbedingt Klimaschutz, aber nein, also die Vorstellungen der anderen Leute sind natürlich alle falsch, aber dass man sie komischerweise gar nicht prüfen will, bevor man sagt, dass sie alle falsch sind, das ist das, was verrät, dass es gar nicht darum geht, Klimaschutz zu erreichen, sondern die eigene Organisation zu vergrößern. Zu erhalten, die Spenden zu vergrößern und so weiter. Ja? Also sozusagen das eigene Kind soll wachsen sozusagen, aber nicht eine Lösung erzielt werden. Ne? Ja, und deswegen, also was habe ich vorhin gesagt? Nur mit einer neuen Geldquelle kann sich ein Staat leisten, das zu machen, was Greta Thunberg erbeten hat, nämlich den absoluten Vorreiter zu machen beim Klimaschutz, nämlich Deutschland möge doch den Vorreiter machen. Ja, das geht aber nur mit einer neuen Geldquelle. Und diese neue Geldquelle ist im Prinzip wissenschaftlich ganz einfach nach 52 Jahren Forschung, für die meisten Menschen aber intellektuell natürlich eine Überforderung und natürlich für die meisten Durchschnittswissenschaftler viel zu hoch, weil so genauso wie Darwin zu hoch war für sie, Galilei, Kopernikus, Kepler und wie sie alle heißen, Gregor Mendel, dass die waren alle zu hoch für den normalen Wissenschaftler, der für uns deswegen gar nicht zur Wissenschaft zählt, sondern der verdient sein Geld mit Pseudowissenschaft, aber das war es dann auch, ne? Ja, und schauen wir es uns doch mal ganz kurz an. Wo haben wir es? Ja, eben. Wo verlieren wir in der Marktwirtschaft unser Geld? Ich mache nur ein Beispiel von Millionen Beispielen. Nehmen wir doch heute mal wieder das Kriegsbeispiel. Oder nein, nehmen wir nochmal. Also hier, nur das Ernährungsbeispiel. Hier ist der erste Frühhändler der Evolution und der lebt noch in der Wahrheit. Wir haben schon die Bedingungen des Marktes. Und der sagt, ich liefere euch nur völlig reif geerntete Früchte und Gemüse, auch wenn die so schnell verderben und das unheimlich aufwendig ist, weil ich wüsste, dass alles andere euer Immunsystem schwächen würde und euch krank macht. Das ist ein guter Frühhändler. Aber irgendwann musste in der Evolution der erste auftauchen, der sich irrt. Mutation und Selektion erzeugen Variation. Also Ungleichheitsgeneration gehört zur Evolution oder ist das Wesen der Evolution. Und deswegen musste auch einer auftauchen, der sich irrt und der sagt, nein, ihr könnt ruhig meine denaturierten, modernen, künstlichen Nahrungsmittel genauso gut essen, die sind genauso gesund und so weiter. Und seht doch, die sind viel billiger, es sind ja auch viel einfacher herzustellen, sind viel billiger, die Zutaten sind billiger, ich kann sie euch billiger verkaufen und sie schmecken doch aufgrund der Geschmacksstoffe und so weiter und Gewürze und so weiter, doch genauso gut, mindestens genauso gut wie die reifen Früchte und so weiter. Ja, und dann kaufen die Leute bei ihm und werden schleichend krank. Ja, nach und nach werden sie vergiftet durch diese moderne giftige Nahrung. Aber er verdient unheimlich viel, kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren, eine riesige Großfamilie an Händlern begründen, sozusagen, während der irgendwann seinen Laden schließen muss, weil er nicht dagegen werbemäßig nicht ankonkurrieren kann, weil da einfach nicht so viel Reichtum zusammenkommt, ja, sozusagen, ja. Und da steckt eben das ganze Dilemma schon drin, ja. Das heißt also hier wird ein Abermilliardenschaden gemacht. Also die Leute werden ja nicht nur krank, sondern sie werden kränkelig. Das heißt,
in den Unternehmen, in denen sie arbeiten, bringen sie nur noch die halbe Leistung, nur noch die halbe Menge an Innovation, die halbe Menge an Produktivität und Kreativität. Das heißt also, die ganze Wirtschaft verliert Milliarden an Geldern durch kränkliche, leistungsgeminderte, chronisch kranke, schwer kranke Menschen, die durch sozusagen eine kapitalistische Ernährungsindustrie fehlernährt werden. Ja? Und allein das ist jetzt eine von 20 Geldquellen, sagen wir mal ungefähr. Ja? Also eine von circa 20 Geldquellen, dass wenn wir das beenden, durch die Marktwirtschaft beenden, durch die Einführung der Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, durch Einführung der Gesundheitsdaten als neue Messgröße und so weiter und dann genau ausrechnen und feststellen, aha, dieser Lebensmittelhändler vergiftet unsere Bürger und macht sie krank und der andere, der macht sie gesund und leistungsfähig und fit und dadurch entsteht ein Wettbewerb in Richtung Gesundheitsförderung bei allen Ärzten, bei allen Lebensmittelhändlern und durch 20 weitere Reformen in allen anderen Bereichen in der Gesellschaft. Und wenn man dann all die Milliarden, die da eingespart werden können, volkswirtschaftlich aufsummiert, kommt man auf einen Schätzwert, der ist natürlich immer, das kann schwanken, da können ein paar hundert Milliarden rauf, mehr oder weniger sein, aber so schätzwert ist einfach 500 Milliarden Euro pro Jahr Wirtschaftswunder und zwar jedes Jahr, dann auf Dauer. Natürlich in den ersten Jahren muss es erst hochfahren, ja, bis man die 500 Milliarden erreicht und dann würde es auf Dauer weiterlaufen, ja. Nach dem Motto, aller Anfang ist natürlich immer schwer, ja. Aber das heißt also, mit diesen zusätzlichen Geldquellen können wir dann aus der Portokasse den Kohlestopp 2026 bezahlen und den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima und den Rest verwenden wir für unser Wirtschaftswunder und steigen auf in der Weltrangliste, obwohl wir der erste Modellstaat werden, der zeigt, wie man CO2-neutral werden kann. Und dann ist es aber so, dass die anderen Staaten natürlich gierig drauf werden und auch dieses Wirtschaftswunder für sich haben wollen. Und dann geht es eben so, dass die Next Scientists for Future.de sagen, ja, wir leiten euch gerne an für diese Transformation eures Staates, ja, aber nur unter der Bedingung, dass ihr den gleichen Prozentsatz wie Deutschland für CO2-Neutralität ausgibt Schluck Wasser. Und also eben euch nicht einen Vorteil holt, indem ihr einen größeren Teil für die Wirtschaft verwendet und einen kleineren Teil als Deutschland für die CO2-Neutralität, sondern wir entziehen euch alle Nachbesserungsunterstützung zu euren Systemen, denn diese Systeme müssen noch über Jahre hinaus immer wieder von uns nachgebessert werden, weil das ein Kunstwerk ist, einen Staat so umzubauen. Das ist extrem schwierig und eure Wissenschaftler bräuchten 30 Jahre, bis sie das könnten, ja. Abgesehen davon, dass die wahrscheinlich sie vielleicht gar nicht intelligent genug wären, das überhaupt zu können, ja, überhaupt lernen zu können, ja, denn viele Wissenschaftler können grundsätzlich das gar nicht lernen, weil ihre Klugheit grundsätzlich gar nicht dazu ausreicht, ja, so komplex zu denken, so systemorientiert zu denken, so in Zusammenhängen zu denken über 20 Ecken und so weiter, das ist ja nicht jedem gegeben, ne? Und das bedeutet also jetzt, dass dann also die zum Beispiel die USA nur unter diesen Bedingungen den gleichen Prozentsatz für das Ziel CO2-neutrales USA zu verwenden, nur dann kriegen sie die Anleitung zur Transformation ihres Staates. Ja, und das bedeutet dann sozusagen,
dass letztendlich dadurch dann ein Staat nach dem anderen, man kann ja die Anleitung auch so machen, dass man dann manchmal 10 Staaten auf einmal coacht sozusagen und anleitet. Und so kann man dann die 200 Staaten der Erde, die circa 200 Staaten der Erde nach und nach CO2-neutral machen. Und das wäre das Modell, was ja die Next Scientists for Future angeboten haben. Das würde funktionieren. Auch würde bei der Klimaneutralität, bei der CO2-Neutralität auch das Modell des Clubs der Willigen, des weltweiten Emissionshandels funktionieren. Aber das Modell von Scientists for Future und Fridays for Future ist reine Illusion und ist eine völlige Führung in die Irre sozusagen. Das kann niemals funktionieren. Das geht nicht. Weil kein Staat so strunzdumm ist, dass er seinen eigenen Abstieg in der Weltrangliste aktiv befördern wird. Deswegen, genau deswegen ist Datteln 4 ans Netz gegangen, weil Deutschland nicht so dumm ist, seine Position in der Weltrangliste noch weiter zu beschädigen, als sie sowieso schon beschädigt ist. Ne? Ja, und das bedeutet, aber das Entscheidende ist, was bringt uns denn dann dieser Club der Willigen? Und wenn dann also ein weltweiter Emissionshandel kommt, der bringt uns fast nichts. Ja, wir kriegen dann zwar das Klima in den Griff, aber wir kriegen alles andere nicht in den Griff. Wir kriegen die Umweltvergiftung nicht in den Griff, weil ja der Kapitalismus, die Marktwirtschaft genauso weiterarbeitet wie bisher. Und das Grundprinzip heißt eben, je weniger Rücksicht ich auf die Umwelt nehme und auf die Menschen nehme, desto mehr verdiene ich als Konzern. Also darf ich keine Rücksicht nehmen? Die Marktgesetze fordern von mir, willst du überleben als Konzern, darfst du dich nicht um die Umwelt und um die Menschen scheren. Wenn du dich um die Umwelt und die Menschen scherst, dann hast du verloren und gehst pleite und stirbst aus als Konzern. Ne? Und das ist genau der Punkt. Ja? Das ist das gesamte Dilemma daran. Alles schlechte andere würde ja weiterlaufen, wenn wir einen weltweiten Emissionshandel haben. Wir haben dann ein Problem gelöst von Millionen kapitalistischen Problemen. Ja? Und wir haben auch das Lebensqualitätsproblem nicht gelöst. Ich deute es nur mal kurz an hier. Der erste Früharzt und Frühhändler sagt, ach, ist das toll, dass ihr alle so liebevoll in den Kommunen schmust und Sex habt und dass die Männer, weil sie sich so geliebt fühlen von den Frauen und Kindern, alles den Frauen und Kindern schenken und so weiter. Es keinerlei Machtsucht und Akkumulationssucht gibt. Es ist herrlich mit anzuschauen. Das ist der wahrheitsorientierte Händler der Evolution. Der wird aber wieder aussterben, weil irgendwann wird der Erste kommen, der Erste Früharzt und Frühhändler, der sich irrt, zwangsläufig kommen wegen der Ungleichheitsgeneration durch die Evolution. Und der sagt, ach, ist das eklig mit eurem Geschmuse und eurem ständigen Sex, da werdet ihr ja alle krank, ist ja widerlich und so weiter und unmoralisch und unkeusch und so weiter, unanständig und unsittlich und so weiter. Ja, und so werden die Leute manipuliert. Und dann hört das bonobo-kommunistische Kommunenleben auf sozusagen. Die Menschen sind nicht mehr glücklich, werden konsumsüchtig, kaufsüchtig, kaufen wie verrückt, werden krank, kaufen all den den modernen, denaturierten Nahrungssondermüll und essen sich krank, werden Dauerkunden. Dieser Früharzt kann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel, wieder eine Großfamilie an Medizinprofessoren begründen und alle tragen sie ihre vorteilbringenden, gewinnbringenden und karrierefördernden Irrtümer und sozusagen und breiten mit ihrem Erfolg, mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg breiten sich ihre
vorteilbringenden Irrtümer aus und unterziehen die gesamte Bevölkerung einer Gehirnwäsche über Marketingabteilungen, über Werbung, über alle möglichen Beeinflussungen, über Lobbyistentum und so weiter. Überall werden wir Gehirn gewaschen, ja, weil eben diese Leute viel Möglichkeiten haben, unser Gehirn zu waschen. Und sie glauben selbst ihre vorteilbringenden Irrtümer. Ja, und das bedeutet aber jetzt, dass meine ganze Lebenslust weg ist. Meine natürliche Lebensweise, also der Bonobo-Kommunismus, ist damit abgeschafft sozusagen. Die Sexualität ist maximal unterdrückt. Meine Lebenslust ist weg. Mein Liebesleben ist unterdrückt. Man gönnt mir gerade noch eine Ehefrau und alles andere wird verteufelt, unterdrückt, ja. Und alles wird beengt und so weiter. Und die Frauen, die in der Natur bei den Bonobos hundertprozentig bisexuell sind, die dürfen dann nur noch einen Ehemann haben und alles andere müssen sie bei sich unterdrücken, wann auch immer es aufkeimt und so weiter. Ja? Und ja, also das heißt also, alle grundsätzlichen Probleme, und jetzt könnte ich hier stundenlang weitermachen und andere Beispiele liefern, alle wichtigen Probleme des Kapitalismus bzw. der Marktwirtschaft bleiben ungelöst, wenn wir einen weltweiten Emissionshandel und einen Wasseremissionenhandel, Wasserschutzemissionshandel sozusagen einführen. Trotzdem bleiben Millionen andere kapitalistische Probleme und das ganze Unglück der Menschheit ungelöst. Also wenn man die Probleme der Menschheit lösen wollte, sollte man also nicht alle Energie auf diesen weltweiten Emissionshandel setzen, weil der ja auch nur ein Tausendstel der Probleme löst, sondern gleich auf das Modell, was alle Probleme auf einmal löst, nämlich den Ausstieg aus der Marktwirtschaft, und zwar weltweit. Ja? Und das, deswegen ist das Modell, das Angebot der Next Scientist for Future, das einzige vernünftige. Und alle anderen Modelle sind eigentlich Müll. Ja, denn der Emissionshandel würde uns ja nur ein kapitalistisches Problem bringen, lösen und nicht die Millionen anderen kapitalistischen Probleme. Ne? Und das heißt also, ja, und dann kann man noch dazu sagen, Schluck Wasser. Ja, was ist mit Wissenschaft? Ja, also ja, warum hat sich die Wissenschaft so fehlentwickelt und warum ist die kapitalistische Wissenschaft so pseudowissenschaftlich? Ja, ja, das ist ganz einfach so. Dadurch, dass wir so etwas wie die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten nicht einsetzen bisher, um zu gucken, ob ein Wissenschaftler überhaupt eine positive Auswirkung mit seiner Arbeit auf die Menschen hat, dadurch hat sich ein Wildwuchs sozusagen gebildet. Wir haben ja zwei in der Gesellschaft, wir haben zwei Narrenfreiheitsräume für Narren. Also wir haben zwei Narrenräume geschaffen. Wir haben gesagt, der Richter solle angeblich völlig unabhängig sein. Und was hat sich in der Evolution entwickelt? Der Richter, der zum Freund der Verbrecher wurde, also hier haben wir den einen Richter, der unter Marktbedingungen, Markt gilt auch für Behörden, auch für Justizbehörden und so weiter, ja, also auch für Staatsanwaltschaften, Polizeibehörden, Markt gilt überall, unter den Marktbedingungen, Markt, also man kann sagen, Markt und Arbeitsteilung sind ja fast identische Begriffe, also genau genommen geht es ja um Erfindung des Tauschhandels inklusive der Arbeitsteilung. Denn der Tauschhandel und die Arbeitsteilung sind ja fast, sind ja untrennbar miteinander verknüpft. Nur wenn ich in der arbeitsteiligen Situation lauter gleiche Produkte herstelle, entwickle ich natürlich ein Interesse, diese
ständig gleichen Produkte einzutauschen, damit ich mir dann eine Vielfalt der anderen Produkte eintauschen kann, sozusagen. Also Arbeitsteilung und Markt, das gehört alles zusammen. Also wenn ich von Markt rede, rede ich immer von der arbeitsteiligen Tauschhandelsgesellschaft, sozusagen. Ja? Und das bedeutet also jetzt hier, dass der Richter und dieses Prinzip Arbeitsteilung durchzieht ja auch jede Justizbehörde und so weiter. Ja? Also, und da haben wir den Richter, der also sozusagen hingeht und sagt, ja, also nein, ich muss bös aufpassen, dass ich mich nicht mit den Verbrechern anfreunde, sondern dass ich wirklich im Dienste der Bürger tätig werde und nicht Täterschutz vor Opferschutz praktiziere, sondern nie vergesse, dass ich also hier im Dienste der Bürger tätig sein sollte. Aber diese wird nicht belohnt werden im jetzigen System, ja? Weil die Wohlfühlstimmen, die Sicherheitsstimmen der Bürger und die Gesundheitsdaten der Bürger keine Rolle spielen. Während hier dieser Richter, der sozusagen ja sich irgendwie innerlich immer mehr anfreundet mit den Verbrechern, immer mehr Mitleid mit denen hat, immer mehr Verständnis hat, ja, die hatten ja alle eine schwere Kindheit, da kommt dann dieser ESO, Spiro und Psycho-Unsinn noch und dazu und hilft ihm dabei, sich in diese Weise Irrtümer zu entwickeln. Und er entwickelt immer mehr Irrtümer und dadurch wird er immer täterfreundlicher, Täterschutz geht immer mehr bei ihm vor Opferschutz und eigentlich spricht er Recht gegen die Bürger und es entsteht ein Unrechtsstaat eigentlich, ja? Und das der wird aber ganz viel Erfolg haben, denn sein Schreibtisch wird voll sein von Akten mit Wiederholungstätern, denn da er die Täter ja weder mit ihnen spricht und sie auf einen neuen Lebensweg führt, noch ihnen knallhart Grenzen aufzeigt, gibt es Massen an Wiederholungstätern und Rückfalltätern sozusagen, weil die ja merken, ja, der Richter streichelt mich ja immer nur. Ja, dann dadurch sozusagen wird der hübsche neue Assistentin bekommen, mit denen er essen gehen kann und dann Sex haben kann und so weiter. Er wird also lauter Belohnungen empfinden, je schlechter er für die Bevölkerung arbeitet. Ja? Und deswegen, wegen dieser Evolutionsprinzipien und Gesetzmäßigkeiten, war es eine Narretei, den Richtern Narrenfreiheit zu geben. Dadurch wurden unsere Richter zu Narren. Genauso bei der Wissenschaft. Dieselbe Narretei hat man auch bei der Wissenschaft gemacht. Und hat von Wissenschaftsfreiheit gesprochen, dies und die führte zu einer Evolution. Schluck Wasser. Dass der Großteil der Wissenschaftler nichts mehr für die Gesellschaft erforscht hat und keinen nützlichen Beitrag mehr für die Gesellschaft. Dadurch, dass die Wissenschaftler frei waren, jede Spielerei und Spinnerei betreiben zu dürfen, weil sie ja völlig frei seien, Freiheit von Forschung und Lehre und so weiter, entwickelte sich natürlich alles fehl. Das musste sich zwangsläufig unter Marktbedingungen, arbeitsteiligen Bedingungen, die nicht unter einem planwirtschaftlichen Schutzdach geschützt sind, sozusagen, muss sich immer alles fehlentwickeln. Ja? Und stattdessen muss man eben so vorgehen, dass die Wissenschaftler zuständig gemacht werden für bestimmte Teile der Bevölkerung. Für die müssen sie neue Sachen erforschen. Die müssen sie dann anwenden in der Bevölkerung und dann muss geguckt werden, ob die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten genau dieser spezifischen Bevölkerungsgruppe sich verbessern durch die Anwendung ihrer Forschungsergebnisse. Wenn das nicht der Fall ist, kriegen sie keine Prämien, müssen mit einem winzigen Grundgehalt auskommen,
und Prämien und alle weiteren Gratifikationen, Belohnungen aller Art bekommen sie nur, wenn sie einen messbaren Nutzen für ihre Bevölkerungsgruppe bewirken. Und dann, wenn das dann natürlich wirklich einen Nutzen hat, wird dann natürlich dieses, was sie da erforscht haben, dann auch auf den Rest der Gesellschaft angewandt. Und eben all das, was wir so Grundlagenforschung nennen und so weiter, was bis zum gewissen Grad brotlose Kunst ist, das brauchen wir wahrscheinlich gar nicht, ja? Denn letztendlich ist es so, wir brauchen doch nur eine geistige Offenheit, ja? Zum Beispiel, ich mache jetzt mal das Beispiel der Paläoanthropologie, ja? Also sozusagen in der Paläoanthropologie. Wo ist es? Ja, also wir haben in der Paläoanthropologie, wir untersuchen ja letztendlich die letzten 13, ich hoffe, man kann es spiegelverkehrt lesen, die letzten 13,8 Milliarden Jahre der Evolution seit dem Urknall und besonders natürlich die letzten 13,8 Millionen Jahre der Evolution. Dass der immer menschenähnlicher werdenden Säugetierlinien sozusagen. Und da haben wir jetzt eindeutige Hinweise dafür, dass sozusagen jedenfalls nichts dagegen spricht, dass wir vor 400.000 Jahren als der zweite fellose Bonobo in einem Bonobo-Kommunismus zu Zeiten des späten Homo erectus in Zeiten eines Bonobo-kommunistischen Lebensform gelebt haben, hochpazifistisch, hochfriedlich, hochkooperativ, hochsozial und so weiter. Aber das bräuchten wir eigentlich alles gar nicht. Wir bräuchten doch nur festzustellen, dass die Marktwirtschaft hier, wie ich eben geschildert habe, die Marktwirtschaft ein zentrales hier eine Evolutionsprozesse in Gang setzt, die die Sexualitäten zwangsläufig unterdrücken mussten. Und wir müssen doch eigentlich daraus jetzt nur schließen, dass die Ärzte in ihren zukünftigen Gesundheitskommunen, wo sie alles tun wollen, um die Menschen glücklicher und gesünder zu machen, von wegen Wohlfühlstimme und Gesundheitsdatenmaximierung und Optimierung, dass die natürlich immer wieder sagen werden, Leute, ihr müsst mal überlegen, ob ihr nicht mit eurem Liebesleben freizügiger werden solltet und Richtung Gruppenehe euch öffnen solltet oder in Richtung Kommunenehe und so weiter öffnen solltet, weil eben ja die Marktwirtschaft so sehr die Sexualität unterdrückt hat. Das könnte also ja doch sein, dass euer großes Glück jenseits der marktwirtschaftlichen Sexualitätsunterdrückung liegen könnte. Und eigentlich bräuchte man die Paläoanthropologie Daten nicht, ja, also die uns da so ein bisschen Stützung geben in der Richtung, ja, hätten wir eigentlich alles nicht gebraucht, ja, sozusagen. Wir sollten uns erst einmal darauf beschränken, nur noch Forschung zu bezahlen, die also sozusagen ganz klar wirklich ohne jetzt groß paläoanthropologisch da zu wühlen und so weiter, einfach sozusagen aufklärt, also Wissenschaft, die einen konkreten Nutzen in Bezug auf Wohlfühlstimmen und Gesundheitsdaten der Bevölkerungsgruppe, für die ein Wissenschaftler arbeitet, sozusagen, da muss er beweisen, dass seine Forschung auch einen Nutzen hat. Und mit allem anderen, was man so Grundlagenforschung nennt, wäre ich ganz vorsichtig, ob es sich da nicht um vergebene Liebesmühe, um rausgeschmissenes Geld, um rausgeschmissene volkswirtschaftlich vergeudete Energie handelt. Also darüber sollte man ganz stark nachdenken. Ja, früher hat man das vor Jahrzehnten hat man für dieses neue Wissenschaft den Begriff anreizkorrigierte Wissenschaft geprägt. Aber das spielt keine Rolle.
wie man das nennt. Wie gesagt, Namen sind Schall und Rauch, Schluck Wasser. Ja, also ich hoffe, dass es zusammenfassend deutlich geworden ist. Die Scientists for Future haben nicht nur die kompetenteren, die Genies der Welt, den Weltrat, die Next Scientists for Future unsäglich beleidigt, diffamiert, verleumdet und verunglimpft, sondern haben die Fridays for Future völlig in die Irre geführt, weil sie mangels Kompetenz gar nicht erkennen können, dass alles, was sie der Gesellschaft angeboten haben, faktisch der Abstieg Deutschlands in der Weltrangliste bedeuten würde, quasi die Förderung oder den Aufstieg der dritten Welt in der Rangliste bedeuten würde, in der Weltrangliste, und den Abstieg Deutschlands in der Weltrangliste bedeuten würde, und dass sie damit Deutschland schweren Schaden zufügen würden mit ihren Illusionen. Ja? Und dass sie eben, wenn sie auf die Möglichkeit eines weltweiten CO2-Preises setzen würden, viel zu kurz greifen würden, dass sie nur ein Tausendstel der Kapitalismus- und Marktwirtschaftsprobleme weltweit damit lösen würden und alle anderen Probleme nicht, sozusagen. Nichts für die Lebenslust und Lebensqualität der Menschen, für die Gesundheit, nichts tun würden, außer natürlich, dass dann vielleicht ein repariertes Klima vielleicht schon auch gesundheitliche Vorteile da und dort für den einen oder anderen haben mag, ja. Aber letztendlich, dass das, was sie machen würden, quasi nur ein Tausendstel der Lösung wäre, wenn sie überhaupt so clever wären, diesen von Professor Hans-Werner Sinn vorgeschlagenen Club der Willigen anzuregen, sozusagen. Und dass die einzige Lösung, die wirklich grundlegend alles lösen könnte und sogar dann auch noch sozusagen Deutschland zu einer in eine Vorreiterrolle bei der CO2-Neutralität hätte bringen können, wäre nur die Zusammenarbeit mit den Next Scientists for Future. Aber wie gesagt, wir wissen es ja gar nicht. Vielleicht geht es ja gerade darum, einfach, wir schreien, wir wollen Klimaschutz. Aber dann bekämpfen wir jede praktische Lösungsmöglichkeit beim Klimaschutz, weil es darum geht, die Organisation Fridays for Future zu erhalten und nicht irgendein Problem zu lösen. Wir wissen es nicht. Ja? Bis jetzt sieht es eindeutig, bei Extinction Rebellion, das ist so eindeutig. Da ist jeder Vorwand recht, damit es überhaupt zu keiner Diskussion über die Beendigung der Marktwirtschaft durch die Next Scientists for Future kommen kann, überhaupt, damit bloß keiner auch nur ein Wort über die Möglichkeit des Kohlestopps 2026 diskutiert und auch bloß keiner darüber diskutiert, über den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima der Next Scientists for Future und so weiter. Also da ist so eine Energie dahinter. Nein, wir müssen Extinction Rebellion erhalten. Und dafür darf es keine Lösung des Klimaproblems geben. Denn die Lösung würde ja bedeuten, dass wir alle, also genau genommen würde ja, das ist ja das Tragische, die Lösung der Next Scientists for Future würde da bedeuten, dass alle sofort schließen könnten. Greenpeace, Bund, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände, alles würde sofort ein Ende haben. Innerhalb kürzester Zeit wären alle Probleme auf einmal gelöst, weil die Ursache des Problems gelöst würde. Und die Ursache aller Ursachen heißt Marktwirtschaft. Arbeitsteilige marktwirtschaftliche Gesellschaft. Das ist die Ursache.
Sache, ja. Und ja, von daher sozusagen, ich hoffe, es ist alles deutlich geworden. Und ja, das vielleicht noch wieder unsere Namen. Ja, hier haben wir noch mal die Liste unserer Irreführer. Also noch einmal, die meinen es nicht böse. Das ist keine Verschwörung. Ja, die meinen es alle gut. Ja, das ist keine Böswilligkeit, keine böse Verschwörung. Und wir haben auch nur die Besten aufgelistet, also die, mit denen sich überhaupt noch lohnen würde zu reden. Ja, all die anderen, die hier nicht aufgelistet sind, die sind viel stärkere Irreführer und viel stärker im Irrtum als die, die in dieser Liste sind. Und deswegen schaut euch die Liste noch mal in Ruhe durch. Ja, das sind die Leute, die noch am besten sind, von die noch am wenigsten in die Irre führen von allem. Ja, das sind noch die, mit denen man wirklich noch reden könnte. Ja, und all die anderen, die so im Internet ihre Irrtümer verbreiten, ihren Eso, Spiro, Psycho-Unsinn und all die anderen irreführenden Sachen und so weiter, die alle da ihre Süppchen kochen, ihre Geschäftchen machen und hier, dort ihre Nahrungsergänzungsmittel in Massen verkaufen und so weiter. Gerade wieder die Sendung bei Arte hat wieder nochmal bestätigt. Also eigentlich, wenn man sich nur mit Gemüse und Obst und allem, was drumherum ist, total natürlich ernährt, hat man eigentlich mit fast nichts einen Mangel. Und ich habe mich ja deswegen auch beschränkt nur noch auf Vitamin B12, Vitamin D3, K2. Und da sollte man auch nicht zu viel nehmen, weil da wurden auch Beispiele geschildert von Leuten, von Kindern, die zu viel Vitamin D3 abgekriegt haben und davon schwerst krank wurden. Ja, also von daher bin ich da auch ein bisschen vorsichtig, da nicht immer, was weiß ich, 8 Tropfen zu nehmen, sondern lieber nur 2, 3, 4 höchstens, ja, pro Tag. Dann Magnesium ein bisschen, weil unsere Böden vielleicht wirklich zu Magnesiummangel alle schon haben durch den monokulturellen Raubbau sozusagen. Und ja, also Magnesium, dann nehme ich noch das DHA-EPA-Öl, Algenöl sozusagen, weil das eben die Form braucht, in der das Gehirn Omega-3 braucht. Natürlich nehme ich jeden Tag auch einen Schluck Leinöl und so weiter. Und wenn man dann Nüsse und ab und zu ein bisschen Hülsenfrüchte, also Linsen und Erbsen und ab und zu ein paar Haferflocken und ansonsten also Gemüse und Obst in jeder Form und so weiter isst, dann ist es eigentlich sehr schwer, einen Vitaminmangel zu bekommen. Also der Mann, der Skorbut bekommen hatte bei Arte, ja. Der hat wirklich nur Toastbrot und Schmelzkäse jahrelang gegessen, immer das Gleiche sozusagen. Und dass diese denaturierte Nahrung, aber warum hat er das gegessen? Weil ihm die ganze Ernährungsindustrie und der Arzt gesagt haben, essen Sie doch einfach, was Ihnen schmeckt. Und dadurch hat er sich dann mit diesem Sondermüll unserer Nahrungsindustrie vergiftet, natürlich schleichend, Stück für Stück. Und in diesem Falle bestand natürlich die Vergiftung aus einem immer größer werdenden Mangel an Vitamin C. Dieser Mann hatte also null Vitamin C im Körper, ne? Und dass er damit natürlich Skorbut bekommen hat, ist ja klar, ne? Ja, also lest euch diese Namen also nochmal durch. Wie gesagt, das sind noch die Besten. Ja, alles andere, was wir nicht mehr kritisieren, wir kritisieren ja, was weiß ich, weder die Nachdenkseiten noch alles andere, aber das sind alles so Dinge, die sind für uns so uninteressant, dass sie nicht der Rede wert sind. Also das sind die, die sich noch am wenigsten irren, ja, und die hier aufgelistet sind.
Die einerseits sind es natürlich auch Prominente wie Xavier Naidoo und Attila Hildmann als Veganer und so weiter. Aber trotzdem sind das eben die, die sich in der Summe am wenigsten irren. Alle anderen, die wir nicht mehr erwähnen, die haben den Test gar nicht bestanden, die gehören in die Kategorie der Totalirreführer der Menschheit sozusagen. Ja, also wenn ihr sagt, ja, die Next Scientists for Future spinnen, das ist irgendwie, das verstehe ich nicht ganz, dann schaut euch wenigstens, konzentriert euch auf wenigstens auf diese Namen, weil die wenigstens irgendwo noch Teilwahrheiten haben, ne? Ja, also die haben ja auch irgendwo noch, irgendwo auch noch kleine Teilwahrheiten, ne? Aber und der Rest, den wir gar nicht mehr erwähnen, da ist die Menge der Teilwahrheiten so winzig, dass man das völlig vergessen kann. Ja, also das war's dann für jetzt, für diese wissenschaftliche Tagesschau heute für jetzt. Tschüssi, bis bald.